Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen auf Hilos TV. Eine weitere Episode in unserem Let's Play Together Tom Clancy's The Division 2 und wieder mit dabei unser lieber Floshy. Ah, Moin ich wollte schon moin. gerade sagen, bitte salutieren, sehr schön. Wir haben uns für heute überlegt, dass wir mal den Kontrollpunkt hier einnehmen werden. Ich glaube, das haben wir in der letzten Folge noch nicht gemacht. Darüber hinaus gibt es hier so eine spezielle Loot Crate, die wir uns mal anschauen wollen. Und danach würden wir eventuell noch hier den Verdammt, ich hab doch Nebeneinsatz, schon Büro von der gesagt. Odea Ich Tech weiß machen. wirklich Da nicht, müssen wir mal wann gucken, wie es mit Rom der hier Zeit sitzt. hinhaut. Das ist so grob der Fahrplan für die heutige Folge und ich hoffe mal, dass ihr auf jeden Fall wieder die ein oder andere lustige Szene sehen werdet, wie wir mal wieder ganz brutal abkacken werden. Oder auch nicht. Richtig. Wir sind ja Profis. Habe Verklappt ich hier einfach überhaupt für mal, ne? Waffen? Ah, okay, alles klar. Wichtiger Gegenstand entdeckt. Ich habe Oh, hier noch ja, ich sehe es eine gerade. Einstimmung. Oh, der ist ein bisschen kaputt hier. Armer Junge. Also wir spielen natürlich jetzt auch. Ach ja, ich habe ja die Shotgun. Ach du Scheiße, ey. Leck mich am Arsch. Also wir spielen natürlich jetzt auch fernab von diesem Charakter hier einen weiteren Charakter, der schon ein bisschen weiter ist, wo wir dann auch Elektronisches später Gerät mit erkannt. PvP machen werden. Oh, hier ist nochmal ein Handy. Nope. PDP. Ups, das war ich. Alles gut. Yes. Ja, genau, wir spielen halt noch, wie gesagt, noch einen weiteren Charakter. Wir sind also schon ein bisschen weiter in dem Spiel eigentlich, aber da man da jetzt auch nicht unbedingt immer so eine 4-Stunden-Episode drehen kann, ist es halt auch schwierig, da dann irgendwas aufzunehmen. Da werden wir auf jeden Fall später dann auch mit Sicherheit mal den einen oder anderen Guide machen, so für ein paar Sachen, die wir selber rausgefunden haben, die wir uns selber aber auch angeeignet haben, also angelesen haben. Ich mache mal direkt hier die Flare. Flare und keine. Ja. Flare, keine Granate, du Lutscher. Da kann man auch Ich keine habe Flare keine Flair. machen. Wo sind wir denn hier jetzt gerade? Warte mal. Ey, wir sind ja auch noch gar nicht da. Ah, noch nicht im Einzugsbereich. Ich glaube, wir müssen hier rüber. Ah ja, das ist die Baustelle, genau. Die gute alte Baustelle. Ja, aber wie gesagt, da wird mit Sicherheit auch noch mal ein anderer Charakter kommen. Hier kann ich ziehen. Let's go. Hat von Verdammte hinten auch Schergen noch. anmarsch. Ja, hinter uns aus dem. Ach du Scheiße, ey. Hinter uns aus dem Ding und ballern sie auch schon aus allen Löchern. Also müssen wir eben kurz abwarten hier. Okay, hinter uns ist alles down. Ich gehe mal rein. Wow, die Rolle gegen den Zaun. Hast du einen Sniper? Negativ. Das ist nicht so gut. Komm schon, du Schlampe! Bam, down! Kommen hier irgendwie auch von der anderen Seite. Die kommen da aus einer Richtung, aus der ich die eigentlich nicht vermuten würde. Links von mir ist noch irgendwas. Ach, wo zum Geier? Naja, die sind da hinten am Kämpfen, das ist Quatsch. Schwer gepanzerter Freitag. Rechts ist noch irgendwas Elite-mäßiges gewesen. Den habe ich. Okay. Einer an der Gatling, oder? Beide down. Ist down. Jetzt kommt der Dicke. Ist oben. Das ist viel, ey. Granate zu dir. Chill Verstärkung mal ist da. deine Base. Was ist down?
Gehen wir oben ins Gatling. Ah, ist schon weg. Kannst mal den Profi hier ran. Kannst sie ja. Kannst ja mal wegtreten. Mach Blitzer, ja, du blöde Kuh! Wirklich. Oh ja, yeah. Oh ja. Yeah. Schwer gepanzerter Feind erkannt. Lass mich mal ein bisschen rankommen erstmal. Ja. Genau, komm mal hier rein, du kleiner Lumpi. Tschüss. Das war nix, mein Freund. Hallo, kannst du hier mal bitte runtergehen? Jetzt wird es erstmal wieder entspannt, hier den ganzen Loot einzusammeln. Diese Unmengen an geilen Items. So, dann gönnen wir uns mal nochmal die Vorratskiste. Also, ich habe jetzt für mich selber so herausgefunden, dass es tatsächlich diese große Weapon Crate nur einmal gibt. Also, du bekommst halt einmal diese Deluxe Weapon Crate, wo halt ein richtig sickes Item drin sein kann, wenn du halt diesen Stützpunkt einnimmst. Aber jeden Tag werden halt diese anderen Kisten halt resettet. Und die sind an sich auch schon nicht schlecht. Also ich habe jetzt gerade mit einem Trink auf jeden Fall auch richtig coole Waffen da drin bekommen. Mega krasse Sniper und auch eine ziemlich geile Single-Shot. Also das lohnt sich schon, diese Stützpunkte halt zu halten. So, hier haben wir alles abgegrast. Wir können auch mal gucken, ob wir dem Officer eventuell noch ein paar Ressourcen geben können. Hast du das auch mal quasi recherchiert, ob das jetzt bringt, den hier immer quasi Vorräte zu bringen oder nicht? Also grundsätzlich bekommst du dadurch ja schon mal XP. Also alleine deswegen lohnt es sich eigentlich schon. Und ich meine, diese ganzen Checkpoints, die wandeln sich nochmal, sobald man Level 30 wird. Dann läuft das System nochmal etwas anders. Dann haben die Checkpoints, glaube ich, auch Level. Und dann wird es auch schwieriger, die einzunehmen. Und dann ist auch der Loot nochmal besser. Aber jetzt während des Levelns würde ich auf jeden Fall sagen, einnehmen und aufrechterhalten. Das lohnt sich schon. So, jetzt gucken. Hier gibt es irgendwo den Zugang. Also hier in diesem Gebäudekomplex, links neben uns, ist halt eine von diesen Supportkisten. Die sind halt, hängen halt an so einem Fallschirm und mal gerade gucken, wie man jetzt hier in das Gebäude reinkommt. Gerade ehrlich gesagt nicht mehr, wie ich beim letzten Mal in das Gebäude reingekommen bin. Das ist hier ein Eingang. Das sieht gut aus. Ja, das sieht gut aus. Das ist der Hintereingang. Verbündeter Kontrollpunkt in der Nähe erkannt. Ne, die kannst du nicht aufmachen. Aber hier ist auf jeden Fall irgendwo. Hier ist wahrscheinlich noch ein Item für dich rausgekommen. Oder bin ich hier übers Dach runtergegangen? Nee, auch nicht. Hab ich jetzt meine. Ich habe jetzt tatsächlich meine Drohne gezündet, ich Idiot. Furchtbar, furchtbar! So, wo sind wir hier? Bin ich denn nochmal hier reingekommen? Bin ich hier über den Haupteingang reingegangen? Ich guck nochmal hier, aber hier ist glaube ich auch nichts. Oder durch irgendeinen Untergrund. Also ich bin tatsächlich über den Untergrund reingegangen, aber da kommen die Gegner. Mal weg. Hier ist auf jeden Fall U-Bahn, hier kannst du mal zu mir kommen, dann gehen wir hier über die U-Bahn wieder rein. Aber ich meine, es gab auch einen anderen Weg. Wundert mich jetzt gerade etwas. Die letzte Dame. Hast du einen gekillt? Ja, okay, das klappt. Okidau, dann habe ich ja nichts mehr zu melden hier. Da habe ich nichts mehr zu kamellen. Verbündeter Kontrollpunkt in der Nähe. Also U-Bahn. Ja, hier gibt es auf jeden Fall den einen Zugang, aber ich bin halt auch in diesem Gebäudekomplex dann an einer anderen Stelle wieder rausgekommen. Und das war nämlich dieser Gang, wo wir gerade durchgelaufen sind. Hier ist noch eine Weapon Crate. Also die Dinger auf jeden Fall immer mitnehmen, die sind teilweise nämlich richtig geil. Jetzt habe ich nämlich zum Beispiel auch schon wieder eine bessere Waffe bekommen als meine aktuelle. Ich habe was Nettes bekommen, glaube ich, eine ACR. Ist besser.
More Damage. Also diese Single Shot ist auf jeden Fall mittlerweile meine Lieblingswaffe. Finde ich so geil. So, jetzt sind wir hier in diesem Vorhof. Und wenn du hier, komm mal zu mir. Wo bist du? Na, warte mal, ich habe hier noch ein Handy gefunden. Das hast du wahrscheinlich schon, ne? Was der lag. Müsste ich dann nicht haben. Neben dem Weapon Crate. Auf dem. Ja, auf da, dem. Okay. Kannst du dir vorstellen, das Artefakt-Kunstwerk. Der heilige George. Die Storys sind teilweise richtig cool. Also. Es sind so ein paar Handys jetzt mittlerweile dabei gewesen, die ich gesammelt habe. Machen schon Stimmung. So, hier in diesem Falle muss man jetzt an die Decke gucken. Und da oben siehst du dann an dem Fallschirm die Crate. Und das ist halt eine von diesen Special Crates. Die gibt es nicht ganz so häufig, aber es gibt sie. Und hier nicht über den Balkon hier drauf. Ja gut, war jetzt auch nicht so mit der mega geile Loot, aber. Gibt's hier noch mehr? Nee. Ist noch eine Crate. Ein Rucksack. So, dann kommen wir direkt wieder raus hier aus der ganzen Kiste. Kann mal überlegen, wie ich jetzt rauskomme. Am besten. Darüber wir hochgekommen. Geht's hier hinten? Ne, hier. Geht's hier hinten? Also von hier sind wir gekommen. Hier ist ein Treppenhaus. Von hier sind wir nicht gekommen. Ne, andere Seite. Runter durch. Guck an. Da haben wir gar nicht durch den U-Bahn-Schacht durchgehen müssen. Ja, das ist halt wie gesagt so eine Weapon Crate. Da sollten wir auch über die Augen nach offen halten. Die sind teilweise auch echt gut versteckt. Das Theater benötigt neue. Port ich mal zum Safe House. Von da aus laufen wir dann zur Nebenmission. Dann nehmen wir die auch noch mit. Tschüss. Wieso bin ich jetzt schon wieder geportet? Keine Ahnung. So, neben Einsatz im Norden. Odea Tech. Also das Portsystem, ich weiß nicht, ob ich dafür tatsächlich einfach nur zu dumm bin oder ob es einfach aktuell noch buggy ist. Das kommt ganz oft vor, wenn ich jetzt zum Beispiel von einem Kontrollpunkt zum nächsten porte und in der auf dem Weg von dem einen Kontrollpunkt zum nächsten Kontrollpunkt ist zum Beispiel das Weiße Haus, dass ich dann einfach im Weißen Haus lande. Ich denke, du bist Das ist mir aber jetzt schon mehrmals passiert, also ich finde das irgendwie ein bisschen strange. Krieg das Ziel an, drücke X und dann sollte es ja eigentlich laufen. Naja, ganz komisch. Also das ist mir bisher noch nicht passiert. Also gut. Oh, was blau ist. Nice. Ein Holz da. Ebenfalls ganz wichtig, unterwegs immer die ganzen Kisten mitnehmen. Ich kann da auf jeden Fall auch nur den Perk empfehlen, den ihr relativ früh kaufen solltet, dass ihr, wenn ihr Food bzw. Komponenten oder Wasser an diese Kontrollpunkte spendet, dass ihr dann für 10 Minuten diese erweiterte Sicht bekommt auf Gegenstände. Der bringt es auf jeden Fall wirklich richtig und ja, kostet halt auch nur einen Punkt. Also ist auf gar keinen Fall verschwendet in meinen Augen. Ja, labert den Scheiß hier. Agent, berichten zufolge plündern Hyenas das Odia-Büro. Da könnten Batterien sein. Finden Sie die Batterie-Quest. Schön. Das Theater braucht sie für seine Kommunikationsausrüstung. I love it. Scheint, als wäre der Eingang verbarrikadiert. Sehen Sie sich um, Agent. Vielleicht gibt es einen anderen Weg hinein. Hit zwei Sniper. Überlass das. Oh yes, I got that. Was soll es da? Ja, alles da.
Alles down. Also, normalerweise ist das hier ja jetzt mehr so eine Art Taktikspiel. Man muss hier viel mit der Deckung arbeiten und so und bla und blub. Das ist auch alles korrekt und man sollte das auch eigentlich schon auf dem Standard-Schwierigkeitsgrad machen, zumal es dann einfach sinniger ist für später, weil man ist dann halt direkt vorbereitet, wenn man halt die Missionen auf Hard spielt, was wir gestern auch schon mal probiert haben, war auf jeden Fall deutlich anspruchsvoller als dieser Normal-Mode, gerade mit dem Gimp-Gear, das man am Anfang hat. Nichtsdestotrotz neigt zumindest ich gerne nochmal dazu, dass ich dann trotzdem irgendwo in Gegner reinrenne, wie so ein Bekloppter. Und dann sterbe ich halt auch und manchmal. Ich dann wiederbeleben. Genau. Oh, da werf ich jetzt auch noch eine Granate rein. Ach scheiße, die haben meine Drohne gesehen, die Schweine. Die haben meine Drohne gesehen, das wäre nicht so schlau gewesen. Wo seid ihr? Da bist du. Ja, links, genau. Geh mal einen hoch. Hallo. Ah, da kommt jetzt auch. Ja, ich geh nach oben, damit die uns hier nicht überlaufen. Das sind sie hier downed. Alles tot. Kannst da rumkommen. Kannst da rumfahren, komm, Flosch. Ich hab den Weg freigeschossen. Fort, fort, fort. Nein, oh, ah, ich bin hängen geblieben. Ah, oh, ah, komm, let's go. Hier lang. Hier lang? Ah, hier, ja. Oh. Der war schlau. Ach, Mann. Da ist er hier downed. Wie meinst du? In die Beine, immer in die Beine! Wer sie auch sind, lassen Sie mich raus! Okay, alles da. Erstmal hier schön die 4 Meter runterspringen, ganz gemütlich. Ja, sicher. Oh, es kommt wieder. Komm, mach den Computer weg. Ah, ja. Irgendeiner überläuft dich. Warte, gar nicht. Gar nicht. Wo kommen wir noch mehr? Wo sind sie? Wo sind sie? Ich glaube, das war's. Ja, kommen wir nochmal. Außerdem ist auch über die Musik am Laufen. Da kommen sie wieder. Hier oben bei mir. Zwei Flasche, da stehst du gerade scheiße. Einer lebt noch. Das ist so ein bisschen. Die, oh, sogar Lila noch dabei. Einer rennt hier rum und weg und wird die Treppe, glaube ich, hoch. Ja. Hier rum, la rum, Löffel. Ah! Ja. Steht ja mit seinem Messer hier noch einmal vor mir, ey. Eine ganze Menge hier, das kann ich mal so sagen. Hinter, ah, Messertäter! Oh, ich hab Drogen geschnüffelt! Oh, ich hab Drogen geschnüffelt! Muss mich mal kurz verbinden. Einer kommt zu dir hoch. Ja. Boss ist auf der anderen Seite. Kommt zu dir. Komm, 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 mein Freund, komm, komm! Ah, ah! Oh, Headshot! Oh, ich bin Patient. Ich schmeiß, jetzt haut der ab, der Lund. Ich folg dem mal. Flankieren!
Hä? Der haut ab! Wo ist der hin? Der ist aufs Dach gesprungen. Die kleine Drecksau, ey. Malik, so nicht. Ach ne, Malik war der eine Befreise. Oh, ich bin voll. Ich muss mal ein paar Sachen dissen. Ich befreie auch schon. Ja, mal mach das. Hier. So. Doch schon eine ganze Menge Loot. Also, was ich ziemlich cool gemacht finde in diesem Spiel, was aber ultra nervig ist, sind diese ganzen Lichteffekte. Also wenn du jetzt zum Beispiel aus der strahlenden Sonne irgendwo ins Gebäude reingehst, dann siehst du ja einfach gar nichts. Das finde ich mega krass. Also ich hatte heute eine Szene, da konnte ich nicht kämpfen. Ich habe einfach nichts gesehen. Ich war so geblendet. Ich wusste es nicht, wo die Gegner stehen. Musste ich mich tatsächlich umpositionieren, damit ich die Gegner überhaupt sehe. Also das fand ich richtig cool. Oh, wir sind schon durch. Das war ja fix. Gibt's noch irgendwas? Ich glaube schon, also, ne? Nix mehr? Ah gut, nicht, dann nicht, ne? Nicht. Ja, dann sind wir ja schon wieder durch hier mit der Mission. Das, das ging ja schnell als erwartet. Habe ich mich Level Up geworden? Ja. Erstmal die Kiste öffnen. Oh, ich habe sogar noch zwei Kisten, ich Idiot. Profi. Die Kiste, die eine Waffe nehme ich auf jeden Fall mit. Komm, gib mir einen Sniper. Ein Glück. So, die kommt mit. Ach, okay. Sie sind hier fertig, Agent. Ziehen Sie ab. Okay, beruhige dich. Ein guter Tipp ist übrigens auch immer, ein paar Ausrüstungsgegenstände in die Bank zu packen, weil es halt regelmäßig Quests gibt. Also diese Dinger da, die du in der Base gibt, Projekte, genau, dass du ja die Items abgeben kannst und dann kannst du ja halt immer direkt reindrücken. Dieses ganze Keramik und so, das hast du ja in der Regel sowieso so zahlreich dabei, wenn du regelmäßig mal einen Koffer oder sowas aufmachst. Also, ist immer noch eine gute Sache. Ist er schon wieder am Kämpfen? Oh yeah! Oh yeah! Verteidige mich! Wie viele? 30 Schuss? Ein Drecksgewehr. Warte, ich wollte gerade eine Granate reinwerfen, ey. So, dann gucken wir mal, was wir hier in der Umgebung eventuell noch machen können. Ach komm her, dann holen wir uns hier südlich den Kontrollpunkt noch. Also der ist jetzt, glaube ich, gerade... bin mir nicht ganz sicher, ob wir den jetzt schon hatten, als wir heute angefangen haben. Weil das kann nämlich durchaus sein, dass der dann eventuell... Oh, hier ist der Lila mit direkt voraus. Ja. Achtung, Mates. Oh ja, Baby. So, der Boss ist schon... Ja. Oh ja! Yeah. Oh, ich hab so Lust auf das PvP! Ich will die Gatling. Schon wieder voll, das kann doch nicht wahr sein. Hallo. Mit dem Gatling ein bisschen lame. Soll ich sie? Nö, alles gut. Auf. Jetzt auch Quatsch, das hier künstlich in die Länge zu ziehen. Ja, das war's dann schon wieder. Sehr gut, so. Ja, man muss auch sagen, wir sind schon ziemlich. Ja, wir sind quasi Next Generation. Yes, yes, yes. Ein paar Sachen indeed auseinandernehmen. Yeah, true, true. So.
Genau. Oh ja. Oh ja. Ich habe auch zurzeit nur eine Fertigkeit. Also ich habe nur das Geschütz. Ja, das ist richtig. Okay. Die zweite Fertigkeit bekommst du erst dann hier die... Ich bin gerade gar nicht sicher. Kann man die jetzt schon abholen? Ja, also wir können theoretisch schon eine zweite Fertigkeit abholen im Weißen Haus. Dann ja. Gleich im Anschluss vielleicht nochmal kurz machen. So. Ich kriege langsam Hunger. Bist du schon im Vorratsraum gewesen? Schön, Sie an Bord zu haben. Super. Negativ. Dann, komm mal zu mir. Den Dreck. Das habe ich total vergessen. Den Dreck vergessen, machen wir das ja immerhin hier. Nee, no me gusta. Dieser Loot gefällt mir nicht. Noch eine Shotgun. Ich hätte gerne mal einen Schnipper. Ja. Würde ich auch nicht nein sagen. Naja gut, ist jetzt auch kein schlechter Loot, von daher ist schon okay. So, ich würde sagen, dann porten wir uns noch mal eben kurz zum... ich habe eh keine Ressourcen, ich kann also nichts abgeben. Ich porte mich noch mal eben kurz zum Weißen Haus. Holen wir noch mal eben schnell die zweite Fertigkeit. Gönnst du dir? Ich glaube, ich gönne mir wieder dieses Drohnennest oder was es auch ja, ist. Ja, sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus bei dir. Fand ich ganz cool. Stimmt. Wo ist es denn? Drohnenstück. Steh schon. Ah, geschützt Drohnenstock. Der Drohnenstock hat auch den Wiederbelebungsmodus. Der ist wohl relativ gut im Singleplayer. Weil du sonst natürlich jedes Mal, wenn du verreckst, bist du natürlich dann direkt weg. Ja, okay. Soll also ganz gut sein. Der Drohnenstock ist alles so defensiv. Nee, komm, das ist meins. Das ist nicht mehr mein Division, weißt du? Es ist nicht mehr mein Division. Ich habe das größte Sortiment in ganz DC. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Vielleicht sogar das Glühwürmchen. Probier da mal jemand aus. Ich nehme mal das Zerstörer-Glühwürmchen. Okay. So, das nochmal kurz auswählen. Glühwürmchen. Sehr schön. So. Gut, wir haben die Missionen geschafft. Wir haben uns eine von den großen Loot Crates geholt. Ich denke mal, auch viele Spieler wissen gar nicht, dass es diese Kisten gibt, weil die angeblich alle sehr gut versteckt sein sollen und man die auch wirklich nur findet, wenn man explizit danach sucht. Also einfach durch die Welt laufen bringt wohl anscheinend nichts. Darüber hinaus haben wir uns noch zwei Kontrollpunkte gegönnt auf der ersten Map. Wir hoffen, dass euch diese Folge gefallen hat. Wenn sie euch gefallen hat, lasst uns gerne ein kostenloses Abo da oder einen Daumen hoch. Würden wir uns in jedem Fall mega drüber freuen. Ja, ich würde einfach mal sagen, bis zum nächsten Mal und in diesem Sinne auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss, doppelt gemoppelt. Tschüss.